Viele Menschen haben Probleme mit ihrer Sexualität und das betrifft Frauen genauso wie Männer. Bei Männern ist es offensichtlicher als bei Frauen, aber nicht mehr oder weniger. Ich möchte aus meiner Erfahrung heute mit dir darüber reden, wie du Sexualität für dich angenehmer gestalten kannst und in vielerlei Hinsicht auch auf deinem Leben einen positiven Einfluss mit der Sexualität nehmen kannst. Probleme in der Sexualität eigentlich immer Probleme des Kopfes sind. Es sind ganz wenige Ausnahmen, wo es tatsächlich andere Probleme sind. Aber die Probleme, die in unserem Geist stattfinden, die manifestieren sich in einer unglücklichen Sexualität. Einer Sexualität, die voller Erwartungen geprägt ist. Nicht nur an sich selber, sondern auch an den anderen. Unsere Sexualität ist natürlich nicht losgelöst von unserem Alltag. Unser Alltag ist in einer Leistungsgesellschaft oft von Leistung geprägt. Da geht es dann auch in der Sexualität darum, vielleicht wie oft kann ich kommen oder kann ich meinen Orgasmus lange genug hinauszögern oder kann mein Penis hart werden oder kann ich den Mann befriedigen und all solche Leistungsgedanken, die in der Sexualität überhaupt nichts zu suchen haben. Sexualität ist ein sehr intensives, gemeinsames Schwingen in diesem Moment, wo dann idealerweise aus einem gemeinsamen Impuls Sexualität stattfindet. Und diese Sexualität ist losgelöst zu betrachten von dem, was war und von dem, was ist. Das hört sich vielleicht nicht ganz greifbar an viele Menschen. Versuch das mal einfacher zu formulieren. Zwei Menschen verbringen einen Tag miteinander, verbringen gerade Zeit. Und dann ist es häufig so, dass wenn gewisse Dinge passiert sind, und wie zum Beispiel, dass man sich schon geküsst hat, dass man Zeit miteinander hat, dass man weiß, man hat heute Abend nichts mehr zu tun, wenn ein gemeinsamer Raum existiert, wo man störungsfrei miteinander interagieren kann, all die Dinge, dann ist irgendwo schon in dem Kopf drin, hey, es kann Sexualität stattfinden oder wir können Sex haben, heute Abend wird es passieren. Es muss ja irgendwann passieren, es ist wichtig, dass es irgendwann passiert. Gehört ja dazu. Wo wären wir denn, wenn wir keine Sexualität machen würden, obwohl wir uns lieben? Das geht nicht. Ne? Genauso wie andere Dinge in unserem Kopf fest verankert sind, die sehr, sehr wichtig sind, die meinem Empfinden nach nicht unbedingt wichtig sind. Aber die möchte ich nicht ansprechen, um dich nicht zu triggern. Dazu gibt es genug andere Videos von mir. Und wichtig wäre aber, in diesem Moment, obwohl alles vorbereitet ist, einfach nur gemeinsam zu schwingen, sich Zeit füreinander zu nehmen, zu schauen, wie der andere reagiert, behutsam miteinander umzugehen, nicht mit dem Ziel des sexuellen Aktes, sondern mit dem Ziel, gemeinsam zu schwingen. Und da geht es nicht nur um diesen Abend, da geht es um die gesamte Zeit, die man miteinander verbringt. Tag für Tag, wenn man sich sieht, verbringt man Zeit miteinander. Und tut diese Zeit einfach wertungsfrei annehmen, ohne Erwartungen. Beobachtet den anderen. Versucht ehrlich, authentisch zu sein, offen zu sein. Es ist natürlich schwer, bei gewissen Themen, bei gewissen Gedanken, wo man den Eindruck hat, die könnten den anderen verletzen oder den anderen enttäuschen, weil er Erwartungen hat, das zu äußern. Aber das sind meine Erfahrungen, die ich euch heute teile. Es ist sehr wichtig. Auch wenn es in der Tat vielleicht in dem Moment jemanden verletzt. Aber für eine gesunde Sexualität ist ein was das Wichtigste. Und das ist die Zeit, die du dir nimmst und die Zeit, die ihr euch nehmt. Respektvoll. Voller
Fokussierung, Beobachtung und nicht ausgehend von Wünschen, ausgehend von einem Zettel mit leeren Kästchen, wo man seine Haken setzen muss, sondern einfach offen sein, diesen Moment annehmen und dann schauen, was passiert. Und dann wird es so sein, dass der Sex, wenn dieser behutsam und langsam zustande kommt, wenn man sich Zeit füreinander genommen hat, wenn man wirklich alle Irritationen, alle Gedanken, alle falschen Erwartungen auch mal angesprochen hat, alle Ängste, auch ein wichtiges Thema. Sexualität ist auch mal mit Angst verbunden bei dem einen oder anderen. Eventuell um Erwartungen nicht zu erfüllen, aber auch vielleicht aus schlechten Erfahrungen begründet. Und wenn all dies vorbei ist, wenn man da liegt, wenn man sich behutsam küsst und streichelt, sich wirklich viel Zeit füreinander nimmt, was schöne klare Luft im Raum ist oder draußen in der Natur, vielleicht schöne Musik oder das Rauschen des Meeres oder des Waldes, und man dann Stück für Stück seinen Körper erforscht und irgendwann dann, wie als wäre es das Natürlichste der Welt, man den sexuellen Akt vollzieht, wenn man sich vereinigt körperlich, dann ist das eine Qualität, die fernab von dem ist, wenn man rein trieb- und leistungsgesteuert Sexualität hat. Ich bin der Letzte, der nicht auch sagt, das kann seinen Reiz haben und das ist auch was Schönes. Aber ich habe auch keine Probleme mit der Sexualität. Menschen, die Probleme haben mit der Sexualität, die sollten sich Zeit dafür nehmen. Und auch wenn man keine Probleme hat mit der Sexualität, es ist schön, immer wieder mal weg von diesem reinem Trieb, der wunderschön ist, wenn man den auslebt. Da ist nichts Verwerfliches dran. Hin zu dieser Langsamkeit und einfach mal wieder die Grundlagen entdecken der Sexualität. Dass zwei Energien sich vereinigen und dass zwei Menschen, zwei Individuen gleich schwingen. Voller Freude, voller Lust, voller Gedankenlosigkeit und einfach voller Liebe. Ich wünsche euch eine wunderschöne Sexualität und schreibt mir unter die Kommentare, was eure Erfahrungen sind. Ich freue mich auf den Austausch. Bis dann, euer Christian. Tschüss.